So, herzlich willkommen zurück. Ich habe mir jetzt übrigens, weil es jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, wunderschönen Orangennektar gemacht. Also Hälfte Nektar, Hälfte Wasser. Ich merke nämlich schon an meiner Stimme, dass ich schon ganz schön lange aufnehme. Wie lange eigentlich? Eine Stunde. Noch eine Stunde, noch eine Stunde. Ja, 3 Stunden ungefähr. Geht ja eigentlich. Egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Let's go. Weiter mit Eurotruck Simulator. Mit unserem wunderschönen, heute selbst neu gekauften LKW. So wie das sein muss. So. Fahren. Wir fahren. Wie die Bekloppten. Navigationspunkt müssen wir schon haben, ne? Ja. Navigationspunkt am Arsch. Wir sind schon wieder bei uns selbst. Okay, hier sieht man es nicht, aber. Da. So ganz klein auf der Punkt. Wir sollen quasi einmal rausfahren und direkt wieder reinfahren. Als ob. Als ob. Ah, dieser schöne, schöne LKW. Wo ist jetzt eigentlich noch dieses? Nee. Hier siehst du, seht ihr? Ja. Die Sonne hat Schatten. Ne? Bei der Sonne funktioniert alles wunderbar. Habe ich in der Fahrerkabine Schatten? Ja, hier, guck mal. In der Fahrerkabine habe ich auch Schatten. Deswegen, also, solange wie die Sonne da ist, funktioniert alles. Aber warum haben denn die Laternen keinen Schatten? Ist das etwa zu rechenaufwendig oder was? Weil es ja mehrere Laternen gibt. Weißt du, ich habe hier einen Rechner von Modernität pur. Und wenn man hier schon mal die Option hat mit Grafikdetails Ultra, warum ist denn da sowas nicht mit bei? Hier, Spiegelqualität, Quatsch, Schattenqualität. Warum kann man hier nicht einfach sagen, wenn man auf Ultra oder auf Hoch geht? Oder meinetwegen, dass man hier noch eine Schattenqualität für Laternen hat. Oder sowas, ja. Dass wenn man richtig full in gehen möchte, so wie ich, dass man dann auch viele Laternenschatten hat. Ich meine, moderne Grafikkarten, ja, weißt du, die können Raytracing und all diesen Scheiß, aber für Schatten von Laternen ist man sich zu schade. Also, weiß ich nicht. Da muss SCS-Software echt ein bisschen nachjustieren. Das muss eine Option sein. Weil, wie gesagt, heutige Grafikkarten können sowas locker stemmen. Wie gesagt, ist ja nicht, dass es zwingend Voraussetzung ist. Es kann ja optional bleiben. Aber es muss halt wenigstens optional möglich sein. Okay, wir fahren los. Also. Dann holen wir uns da vorne mal unseren Job ab. So, Frachtmarkt. Was? Wait. Hä? Bin ich hier falsch? Neu berechnen. Biege nach links ab. Nee. Moment mal. Hä? Wo hänge ich denn hier? Oh, hier ist eine Alphawand. Endlich. Genau, ich kann hier gar nicht lang. Hä? Aufliegerschaden? Ernsthaft? Aufliegerschaden? Wogegen denn? Ich eck doch nirgendwo an. Wieso kriege ich Aufliegerschaden? Ist doch alles frei hier. Wieso spielt man mich gerade ein bisschen verrückt? Jetzt habe ich Aufliegerschaden. Also, ja komm, fahr, 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 fahr. Aua, Scheiße. Mann, mit der Kamera zu steuern ist ganz schön schwer. Wow, wow, Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. wow.
Demnächst rechts abbiegen. Wow. Biege nach rechts ab. Digga! Wow! Nein! Ja. Perfekt draufgefahren. Egal, ich lade gleich eh neu. Ich will nur gerne mal wissen, wo mich das Navi hinschicken möchte. Weil das Navi schickt mich wieder 1:1 zurück. Das sah ja gut aus. Hä? Ich glaube, ich... Oh, na super, ich bin in der Laterne. Meine Stoßstange verhindert, dass ich hier... Was jetzt? Ach so. Nee. Kann ich nicht hier... Nee. Muss ich jetzt schon neu laden? Gibt's doch ja nicht. Alter. Wo kann ich denn diesen Job annehmen? Bin ich gerade zum Kacken zu dämlich oder was? Los. Das Navi schickt mich wieder zurück. Warte mal kurz. Bei welcher Firma habe ich denn den Auftrag? Frachtmarkt. Ich habe ihn bei... Hä, ist ja gar nicht eingestellt. Hä? Wenn nichts eingestellt ist, wieso habe ich denn da einen roten Punkt? Da. Was ist denn jetzt hier los? Ich muss doch irgendwie einen Marker gesetzt haben. Nö, Marker ist auch keiner gesetzt. Füllen mich die Spiele jetzt die Rollen? Aufträge? Frachtmarkt, mein ich doch. Ach, ich hab mir... So einen Auftrag habe ich mir genommen. Upsili. Ja, das kann natürlich nicht funktionieren. Das... Okay, wow. Das war ja... Sowas hier brauche ich. Genau. Now we are talking. Oh, mal gucken. Nee, ich würde gerne... What, wo schickt der mich denn hin? Einmal ab nach Spanien? Nö, Spanien habe ich keinen Bock drauf. Gibt's nichts hier in die Richtung? Naja. Ich würde gerne nach oben. Hä? Was ist das? Achso, muss ich weiter weg. Nee. Was ist das denn jetzt? Ach, das da. Ja, let's go. Auf geht's. So, jetzt muss ich das Ding aber angezeigt bekommen, oder? Ja, Auftrag annehmen. So, jetzt darf ich wieder rückwärts fahren. Wo ist denn die Scheiße? Da hinten. Gut, nee, die fahre ich erstmal gerade vorwärts. So am Rand fahren ist einfacher. Alter, was die für eine riesige freie Fläche haben. Cool. Das Lager ist offen und auch komplett leer. Wow. Deren Hof ist komplett leer, deren Lager ist komplett leer. Gute Arbeitsphilosophie. Sie wollen Lehrer werden, wir sind Lehrer. Okay, komm. Der war, selbst für meine Verhältnisse, schlecht. Aua, scheiße, angeeckt.
Wie viel Schaden habe ich bekommen? 1%. Ah, ne, sind die Reifen. Gar kein. Ja, doch. Lackschaden wahrscheinlich. Für mein Ego perfekt genug. Dieses Klicken der Blinker folgt mir in meinen Traum. Fahrt vorsichtig. Freie Bahn mit Marzipan. Duffhändler. Wow. Achso, siehst du, wir können ja mal gucken. Erreichen wir auf der Route irgendwelche Städte? Ja, denn wir müssen ja jetzt explizit immer die ganzen Dinger abarbeiten. Nö, hier ist gar nichts. Schade. Okay. Keine Fragezeichen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Was haben die denn hier gerade gemacht? Was klebt mir da auf der Stoßstange? Keiner gesehen. So, wollen wir mal wieder ein bisschen Gas geben hier, ne? Ein bisschen Action hier. Wir brauchen Party. Party, Party, Party. Okay. Spinne ich gerade oder höre ich gerade mein Motorrad an? Warum soll ich? Was soll ich links? Außer überholen. Woher weiß sie das? Ah, seht ihr? Ich habe kaum noch irgendwie Beschleunigung oder sowas. Oh, da vorne kommt irgendwas. Was kommt denn da? Mautstelle. So, das Gelbe müssen wir, ne? Genau, beim Gelben. So, beim Gelben. Dürfen wir nur ganz langsam durchfahren?
Aha. Bin ich gut oder was? Haben wir jetzt wieder eine freie Strecke? Ja, nee, haben wir nicht. Ah, scheiß jemand dann. Okay. Also können wir doch nicht rumspeeden. Schade. Der Weiße klingt ja wie so, weiß nicht, Moped, Motorrad, vielmehr. Aber auf jeden Fall nicht wie ein Smart. Gelb ist links, sehr schön. Boah, Alter. Rennst du nicht so rapide runter hier? Null Euro? Okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich 0 Euro bezahlt haben kann, aber wenn er das sagt. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Kommt die Ampel her? Wo ist die Ampel? Oh nein, ich bin vor der Ampel. Ah, ich hab grün. Die Ampel hat mich ja mal völlig kalt erwischt, du. Ha, wir sind stärker als die andere, obwohl wir auch einen Volvo haben. Ja gut, die andere hat auch ein bisschen mehr Gewicht hinten auf der Ladefläche. Aber das sind Details. Immer geradeaus. So, vorne müssen wir nach links, dann fahren wir schon mal nach links. Links halten und dann links abbiegen.
So. Biege nach links ab. Wo wartest denn du? Meine Fresse, einmal mit Profis arbeiten hier. Bitte was? Okay, nee, jetzt ist hier erstmal Feierabend. Jetzt steht der da vorne mit auf der Straße. Alter, ich bin ja nur von Idioten umgeben. Fährt der vor uns erstmal völlig über Rot, nur weil er schon ein bisschen vorstand. Hält den ganzen Verkehr auf und da steht er damit noch auf der Straße rum. Alter, wie geil ist das bitte? Nee, du, das kannst du keinem erzählen. Das ist ja verrückt. Jetzt steht der nächste damit noch auf der Straße. Haben wirklich alle Langeweile? Tut das in der Not, dass er da so rumsteht? Meine Freude. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich bin aber auch alle schon schief auf der Spur. Gut, ist aber völlig normal. Biege nach rechts ab. Momentchen mal. Hat der da ernsthaft Krone-Logo in den Dingern? Hat der, ne? Alter, leck mir am Arsch. Hat Krone eigentlich Langeweile? Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich meine, darf man sowas überhaupt? Ist das überhaupt FDVZO zugelassen? Weil Rücklichter haben ja eine Signalfunktion. Das heißt, die müssen bestimmte, ja, ich sag mal, Anforderungen erfüllen. Da kannst du doch nicht so eine Spielerei hinten machen, oder? Ist das legal? Ich meine, muss ja legal sein, weil ich schätze mal nicht, dass sie es extra hier für Eurotruck Simulator erfunden haben. Und wenn die es im Echten auch so machen, dann muss es ja legal sein. Aber kommt mir erst schon ein bisschen sehr hart komisch vor. Und weißt du was? Wie weit ist eigentlich unsere Karriere? Karriere ist... Oh. Ich meine, wir sind schon Level 7. Ah, ne, wir sind doch Level 6. Okay, schade. Das heißt, hätte ich gleich mal bei der Werkstatt vorbeischauen können, ob wir mittlerweile neue Teile kaufen können. Stärkeren Motor zum Beispiel. Aber nö. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Mach auf hier. Teile angekommen. Wohin denn überhaupt? Nach hinten. Okay. Wow, was steht denn hier rum? Hallo? Ich habe schon wieder Fortfahren geklickt. Warum drücke ich mal Fortfahren? Egal. Da können wir wenigstens gucken, ob auch andere Firmen gute Aufträge haben. So, jetzt aber Frachtmarkt, ne? Nicht, dass wir wieder hier irgendwelche Scheiße hier machen. So, mal gucken. Was gibt's denn hier alles?
3 Tonnen. CPUs. Wow, das ist ja eine super kurze Strecke. Ja, easy, nehmen wir. Moment mal, wie viel kriegen wir dafür? Frachtmarkt. Ey, beruhig dich bitte. Boah, 600 Euro. Ich meine, hey, schnell verdientes Geld. Also, wo müssen wir das jetzt abholen? Egal. Alleine zum Rangier brauchen wir hier länger, als der Auftrag lang ist. Frachtmarkt. Annehmen. So, müsste jetzt hier gleich wieder hier vorne sein, ne? Ja. Hier ist natürlich leider sehr eng. Ach, weißt du was? Let's go. Lass uns loslegen. Für die 600 Euro geschenkt. Ernsthaft? Es ist einmal über die Straße? Das ist doch ein Meme, oder? Das kann nicht real sein. Das ist jetzt ein Witz, oder? Lass mich mal hier bitte alle vorbei. Ich bin gerade in einer super serious Mission hier unterwegs, ja? Ich bin quasi... das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz hier, oder? Das könnt ihr jetzt gerade nicht ernst meinen. Was zur Hölle ist hier gerade schief gelaufen? 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro, 1 Euro, Alter. Ey, diese Mission ist ja ein totaler Meme in sich, Alter. Oh. Schön, schön. Ey, wow, wir haben sogar XP bekommen. Alter, ne. Das ist zu viel des Guten. Das ist zu viel des Guten. Holy shit. Holy shit. Nein, ich bin schon wieder bei Aufträge. Frachtmarkt, Mann. Alter, ne. Das ist ja... Hier ist schon wieder so ein Mikroauftrag. Das wäre wieder genau das Gleiche. Ja, ist wieder genau das Gleiche. Das wäre wieder wahrscheinlich wieder genau das Gleiche. Alter, das kannst du ja keinem erzählen, du. Das kannst du ja keinem erzählen. So, da geht's wieder nach Hause. Ich will aber gar nicht nach Hause. Ihr geht aber nur nach Hause. Mann, ich will nach oben. Gibt's da keine Strecke nach oben? Nach oben, ich will nach oben. Ey! Norden, mein Freund, Norden. Wo ist bei dir Norden? Da ist Norden, da ist Norden. Für 22 Euro pro Stunde. Ja, easy, let's go. Zeit zu gehen. Ist ja auf einmal Nacht hier. Was ist denn los? So, können wir hier wenden? Nee, hier ist zu eng, definitiv zu eng. Alter, die Mission gerade, das war ja... Was war das? Warum? Warum gibt es sowas? Sowas darf es nicht geben. Kann ich denn weiterfahren? Ah, nee, das Wasser. Okay. Hier ist ein Hubschrauberlandeplatz. Ja, moin. Gesessen. Hallo? Er dann Auflieger? Wieso kann ich jetzt nicht wegfahren?
Wenn ich jetzt so, wie ich jetzt gerade stehe, rückwärts fahre, dann müsste ich doch da wegkommen. Na, geht doch. Nein. So. So, jetzt noch ein Stück geradeaus. So, jetzt aber. Das war gerade ein böser Auffahrunfall. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Nein, ich will da nicht rein. Wir sind fertig. So, Frachtmarkt. Ja, let's go. So. Wo kann ich hier am günstigsten... Ah, da hinten so eine Ecke eingeklemmt schon wieder. Ah ja, ich habe mindestens hier vorne schon viel Platz. Dann wird das schon. Das war gerade falsch rumgelenkt. So rum. Na, muss nur ein bisschen weiter rein. Da sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Sehr gut. So. Jutschen, dann speichern wir das Ganze mal. Wird schon lange nicht mehr gespeichert, gell? Ist schon mehr als eine Mission her. Ups. Alter, diese Mission, ey, das war, ich komme darauf nicht klar. Das hatte ich ja noch. Das war ja, wow. Schönes Ding, du. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja, da haben wir mal eine super geheime Fracht von einer Haustür zur anderen gebracht, weil die so geheim war, dass keiner diese Fracht sehen durfte. Das konnte man die nicht einfach auf eine, weiß nicht, Gabelstapler laden und so rüberfahren. Nein, es musste in einen LKW, der voll verplant ist, musste sie rübergebracht werden. Keiner darf wissen, was das war. Ich weiß selber gar nicht mehr, was das überhaupt war. Habe ich gar nicht mehr rausgeguckt. Egal. Auf jeden Fall, damit bis zur nächsten Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht Sinn.